meinst. Hallo, ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Malekith auf sehr schwer in der, Mortal Empires Kampagne. Wir bauen hier gerade eben immer noch unsere Armee aus. Die sieht jetzt inzwischen eigentlich auch schon sehr vielversprechend aus, möchte ich mal behaupten. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich nochmal einen Schreckenspeer mache. Denn ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht die Schwarze Garde so als, Absicherung noch nach hinten stelle und gar nicht so sehr an die Front stelle, dass sie irgendwie Beschuss frisst. Was kann denn eigentlich diese Truppe? Hier, gucken wir mal, was die kann. Ja, die sind geübte Mörder, das ist mir klar. Immun gegen Psychologie, Verstecken im Wald, Ansturmabwehren gegen große Feinde und Zähigkeit. Diese Einheit ist immun gegen die folgenden Arten von Verschleiß. Machtkämpfe von Horden und Schnee. Okay. So, Malekith hat ein Level abbekommen. Wir können ihm jetzt einen Seedrachen umgeben. Frostwind, was ist das? Verursacht geringen magischen Schaden. Ah ne, das ist der Zauber, den er schon hat und wir könnten ihn verbessern. Reduziert die Nachladefähigkeit und die Geschwindigkeit. Wir können aber auch Marschiere machen. Inspirierende Gegenwart. Ich möchte erstmal, wie gesagt, die meisten sagen immer, Marschiere ist der erste Skill. Ich widerspreche da nicht immer, sondern ich persönlich bin auch immer gerne ein Fan von kleinen Boni auf die Moral. Insbesondere, wenn der Gegner ohnehin in Angriffsreichweite ist. Deswegen relativiert sich da so ein bisschen die Sache für mich. So, sie können wir theoretisch auch noch bewegen. Ich möchte jetzt hier natürlich herausfinden, wer ist denn das hier? Der Schmiedebund. Klar, Caront ist jetzt da. Ah, da ist jetzt hier die eigentliche. Boah, die sind saustark. Ich muss jetzt erstmal rauskriegen, wo Mami Morati rumsitzt. Das wäre richtig geil zu wissen. Das könnte unser Leben maßgeblich verändern. Ja, ich kann mit der hier nicht irgendwie anbandeln. Wächter des Torwalds. Ah, sehr gut. Die nehmen jetzt hier das hier an. Das heißt, es geht jetzt hier hoch auf 3. Lord of Fear. I'm sure your little message will be most interesting. Die haben Krieg mit Mung und mit Agol. Ja, das heißt, die sind immerhin schon mal beschäftigt. Das ist schon mal gut zu wissen. Malevolent Lord. Grond. Our Dread King welcomes you. What do you wish? Very well. Grond will mit uns jetzt auch keinen Stress mehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind Stärke Rang 86. Das ist eigentlich schon fast erschütternd. Ich weiß, warum die grundlegende Schwierigkeit hart ist bei den Dunkelelfen. Ich kann es spüren. Kann ich definitiv spüren. Harkaldra. Also wenn es nach mir ginge, ich würde ja lieber erstmal zu den Menschen segeln und sie überfallen, aber dann ist ja alles schutzlos. Das hilft mir ja auch nicht weiter. So, tickert mal schön durch da oben. Und boings. Opfer für Mantlan ausgeführt. Klar, Caront. Also die haben jetzt eine schwarze Arche, genauso wie Hag Gref. Mhm. Ich könnte sogar nochmal eine Truppe bauen. Die Frage ist bloß, was bringt mir das? Ah, die sind gar nicht in Angriffsreichweite, aber wie gesagt, dafür brauche ich auch keine Marschierung machen. Und jetzt kann ich das hier ausbauen. Dann machen wir jetzt mal das hier und machen uns mal bereit für ein bisschen Stress. King of the Druki. So, was können wir denn ihm Verstellungen geben? Kanalisieren ermöglicht Verstärkung und Energiereserven sowie Bewegungsreichweite reduzieren. Dann haben wir natürlich Stellung Überfall. Das machen wir mal. Denn dann generieren wir ein bisschen Geld. Dann sind wir zwar außer Atem, aber das ist halb so schlimm und wir könnten noch einen Hinterhalt machen. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal mein Geld nach oben pushen. Oder wie viel kostet mich das? 25%. Ich könnte eigentlich sogar noch weitergehen.
dafür zu sorgen, dass die vielleicht rauskommen aus ihrem Kabuff. Und jetzt hier noch Überfall machen. Nee, jetzt kann ich noch Hinterhalt machen. Was? Was? Ach so, für Stellung erforderlich. Ach so. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal hier in die Hinterhaltstellung. Vielleicht klappt das ja. Ach, die habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Ich realisiere, dass das gar nicht gut ist. Die kommen ja in meine Richtung, das habe ich jetzt erst gesehen. Und ich bin jetzt halt voll in der Angriffsreichweite. Das ist jetzt richtig doppelt scheiße. Okay, ich ziehe mich nochmal zurück und warte erstmal ab, was die hier machen, weil mit denen bin ich auch im Krieg. Scheiße, ey, das habe ich jetzt erst gesehen. Oh, Jemine. Okay, wir bleiben erstmal da drin. Und warten ab, was die tun. Währenddessen wir mit ihr hier noch ein bisschen rumsuchen. Kann ich jetzt mit irgendjemandem mal Handel machen? Ich hab keine Ahnung, warum das so schwer ist, mit denen Handel zu machen. Tja, mit jedem, dem wir jetzt ein Bündnis eingegangen sind, haben wir uns im Grunde eigentlich wiederum einen Feind geschaffen, ne? Weil irgendjemand mag irgendjemand immer nicht. Das Prinzip des Lebens. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? Sind die abgehauen oder haben die jetzt auch eine Überfallstellung gewählt? Man weiß es nicht. Ach, die laufen jetzt darüber. Voll gemein. Stand, sit, kneel, it matters not. Die erklären mir den Krieg. Weil die haben da drüben ja nichts anderes zu tun. Okay. Das könnte mir aber helfen, weil jemand anderes von denen mag Mungen auch nicht. Und die wollen jetzt hier meinen Tempel des Kane haben. So, schwerwiegend. Toll. Was kommt denn da noch an? Boah, was hier alles ankommt. Warum kommen die eigentlich alle zu mir? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ist ja unglaublich. Man muss wirklich die Frage stellen, ob die nichts Besseres zu tun haben. King of the Chuki, Malekith, King of Nagaroth. Tja, ich versuche jetzt hier erstmal Geld und Sklaven zu akquirieren. Also ihr seht, wir bekommen dadurch sogar Sklaven. Also fangen wir jetzt erstmal hier wirklich an zu plündern. Wir müssen wirklich erstmal sehr, sehr vorsichtig sein, habe ich so den Eindruck. Und uns nicht auf irgendwelche vorschnellen Aktionen einlassen. Storak Kor. Also mein Plan ist jetzt erstmal hier runter zu gehen und nach Mami zu suchen. Mama Mamorati, die anderen dunklen Elfen wollen mich alle hauen. Ungefähr so, ne? So kommt mir das gerade vor. Geht halt nix. Tja, wir werden jetzt den Tempel des Kane natürlich wieder verlieren. Wie es sich gehört. Das sorgt auch, glaube ich, dafür, dass jetzt hier die öffentliche Ordnung zum Teufel geht. Da kommt eine neutrale Armee. Menschenschinderstamm. Tiermenschen. Das fand ich jetzt ganz sympathisch. Dass sie das jetzt zertrümmert haben. Und das finde ich gar nicht sympathisch. Scheiße. Mist. Tja, das war mal unser Gebiet. Dieses Skaven-Clan Septik geht woanders hin. Das will ich denen auch geraten haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt zu mir kommen. Die können sich auch mit jemand anders anlegen. Der Todesmacher, den haben wir entdeckt. Siedlung verloren, ist mir aufgefallen. Intrige des Untergangs ausgeführt und... Nagarond, Gebäude beschädigt. Was? Fälliges Fundament. Was? Eure Gebäude haben schweren Schaden erlitten und funktionieren nicht mehr ordnungsmäßig. Schickt die Reparaturtruppen. Wollt ihr mich verarschen?
Ey, das ist ja unfassbar. Einfach mal alle, wisst ihr? Einfach mal alle Gebäude. Einfach mal Verschleiß kassiert. Ist logen. Unglaublich. Gut, wir generieren jetzt hier immer mal ein bisschen Sklaven. Sklaven empfangen. Das ist gut. Ich kann jetzt hier sogar plündernd rumlaufen. Bin mir überlegen, ob es vielleicht sogar eine Idee wäre, die hier anzugreifen. Deswegen gehe ich jetzt hier hin. Die hier in der nächsten Runde zu attackieren. Ich halte es für möglich, dass wir sie besiegen können. Korsaren der Schwarzen Arche, Handarmbrust. Also es wäre ein harter Kampf, aber es wäre nicht unmöglich. Oder aber... Nee, wir warten nochmal. Ich plündere hier fröhlich vor mich hin. Bis ich dann wiederum das nötige Geld habe, um mir eine neue Einheit zu kaufen. Im Ende, das Geld hätten wir theoretisch jetzt schon, aber... Ich brauche erstmal einen vollen 20er Stack, meiner Meinung nach. So. Und mir wäre es natürlich auch mal sehr recht, wenn ich jetzt mal irgendwo einen Dunkelelfen finden würde, der mit mir irgendwie auch mal freundlich gesinnt wäre. Tempel des Arawit. Wir werden alles zerstören. Warum greifen die mich nicht an? Es gibt so viele Orte, die man einfach nur in Besitz nehmen muss. Einfach nur so. Davon gibt es genügend. Mhm. Reicht immer noch nicht für ein Bündnis. Oder für irgendwas anderes. Hier genauso. Grund. Ja, geht erstmal nach oben. Gibt so ein paar Handelssachen, die ich gerne hätte, aber es geht einfach noch nicht. Also gut, merken wir uns. Ich hätte mir wirklich Har-Kaldra wahrscheinlich zuerst mal holen sollen. Das wäre wahrscheinlich deutlich sinniger gewesen. Da oben wäre dann auch kein Angriff oder sowas erfolgt. Beziehungsweise da wären sie nicht rangekommen. Aber der Zug ist jetzt erstmal ein bisschen abgefahren. Ah, die kommen jetzt. Okay, sie wollen es jetzt also wissen. Die haben von Anfang an die besseren Truppen. Vielleicht schaffen wir es trotzdem. Vorsichtshalber wird hier mal erstmal ausgekundschaftet. Mhm, das ist okay. Wir speichern mal schnell. Und dann legen wir los. So, wir sind drin und haben auch gleich von Anfang an richtig schön Winde der Magie. Das finde ich in Ordnung. Was mache ich mit den Jungs hier? Eigentlich, wie gesagt, ist der Plan erstmal die klassische Hochelfentaktik anzuwenden. Erstmal stelle ich sie mal en bloc hin. Hallo, ich möchte euch... Ihr seid zwar Dunkelelfen, aber ihr dürft trotzdem mal ein bisschen geordnet euch hinstellen. Dankeschön. Dark Shards. Die Dread Spears. Es ist der Wahnsinn, wie man einfach nicht sieht, wie sie stehen. Jetzt. Ihr seid hier meine Nummer 1. Natürlich seid ihr das nicht. Ihr seid meine Nummer 1, aber das muss ja keiner erfahren. Chosen of Cain. Er stellt sich da vorne mit rein. Dann haben wir jetzt hier noch die Kollegas. Die stehen sogar eigentlich genau richtig. Die Nummer 3 wird die Nummer 4, weil das hier ist nämlich jetzt die neue Nummer 3. So. Dann werdet ihr die Nummer 3. Euch verstecke ich mal im Wald. Und ihr bleibt hier stehen, so als Verteidigungslinie. Achso, und ich habe noch diese Echsenstreitwägen. Die stelle ich auch mal hier in die Flanke. Blackguards stelle ich hier daneben. Ja, jetzt mache ich erstmal die Aufstellung starten. Was haben wir denn für Zauber?
Macht der Finsternis. Stark erhöhte Energiereserven, stark verbesserte Nachladerate. Ah, okay, kann man bis zu dreimal machen. Sowie Frostwind. Verursacht geringen magischen Schaden, kleiner sich nach vorne bewegender Wirkungsbereich. Gut gegen Panzerung, stark gegen mehrere Einheiten. Okay. Druki. Wie weit geht das? So weit, so wie es aussieht. Halt, Sekunde. Schießen die schon Salve? Ne, die schießen einzeln. Die sollen natürlich Salve schießen. So ein Schwachsinn. Was mache ich denn da? So, jetzt können wir weiterlaufen lassen. Wie weit können die schießen? So weit. Okay, also die haben wirklich deutlich geringere Reichweite als die anderen Hochelfen. Als die Hochelfen. So, dann würde ich mal sagen, in 5, 4, 3, 2, 1, loszaubern. Ah, okay, so funktioniert das. Die schicke ich jetzt mal außen rum. Malekith. Sekunde, jetzt mache ich mal hier die Nummer 4. Die soll nämlich jetzt hier mal Feuer konzentrieren. Ich mache es mal langsam, denn es ist sehr, sehr entscheidend, dass das jetzt hier natürlich klappt. So, in 3 Sekunden kann ich hier wieder zaubern. Die schießen hier fröhlich, das dürfen die auch. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. 1 und zack. Also dieser Schaden ist tendenziell gering, aber es schwächt sie dann doch. So, die sind jetzt hier schon quasi dabei, keine Lust mehr zu haben. Was gut ist. Ihr schießt jetzt auf die da. Währenddessen jetzt ich euch hier über die Flanke schicke. Und euch ebenfalls. Den Streitwagen schicke ich jetzt mal. Ach, das ist Fernkampfstreitwagen. Wie schräg ist das denn? Korsaren der Schwarzen Arche. Ihr dürft es einfach mal durchbrettern. Ich bin dafür, dass ihr jetzt einfach mal da durchbrettert. So. Warum steht ihr da vorne? Achso, weil ich ihnen gesagt habe, dass sie nicht zurücklaufen sollen. Das ist natürlich jetzt eher nachteilhaft für meine Planung. Ihr greift jetzt mal da an. Ihr geht jetzt mal ganz schnell dahin. Die hier ziehen sich schon zurück. Hier, die hier ziehen sich jetzt auch zurück. Wo steht Malekith? Malekith steht da drin. Das ist okay. So, dann machen wir das hier mal dahin. Der Streitwagen brettert da durch, kann gleich auf die nächsten losgehen. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin, denn da wird sich hier gleich. Oder ne, ihr könnt eigentlich die hier angreifen. 4, ihr schießt jetzt auf die da. Irgendjemand muss sich um die. Das sind Korsaren mit Handarmbrüsten. Gehen wir dahin. Die hier schwanken schon, das ist sehr, sehr gut. Und die hier schießen jetzt die hier zum Teufel. Darüber wird das Ganze jetzt hier entschieden werden. Die hier brettern dadurch. Ihr brettert jetzt hier durch die hier durch. Das Gute ist, dass die nebenher noch schießen. Da oben wird hart gekämpft. Hier geht es hier noch in die Flanke. Oh, die haben hier Spaß mit der Kommandantin. Das ist nicht so gut. Ich zaubere aus Prinzip, weil was soll ich sonst machen? Dann muss das hier drauf gehen. Die fressen aber auch schon ganz gut. Euer Kommandant wird angegriffen. Ja, ja, ja. Der hält das schon aus. Keine Sorge, der hält das schon aus. So, ihr greift, verfolgt die hier. Ihr verfolgt die hier. Oder nee, Blödsinn. Wir machen jetzt erstmal weg, was da unten noch kämpft. Wäre vielleicht mal ein besserer Plan, ne? Die hier wanken schon, das ist nicht so gut. Was ist die Nachladerate? Auf sich selber gesprochen.
Und jetzt schicke ich mal hier die schwarze Garde mit rein. Die schmeiße ich jetzt da drauf. Ihr könnt jetzt mal anfangen, auf die hier zu schießen. Denn hier haben wir jetzt gleich schon mal richtig Trouble. Machen wir schneller. Der Echsenstreitwagen kämpft hier immer noch. Rums. Und einfach durchfahren. Ich würde einfach sagen, der Echsenstreitwagen fährt jetzt einfach durch. Das ist nämlich wunderbar. Das funktioniert mit denen super. Das habe ich schon festgestellt bei den Hochelfen mit den ganzen anderen Streitwagen. Du kannst mit denen hier einfach wirklich eiskalt durch die Leute durchfahren. So, jetzt machen wir mal wieder langsam. Hier haben wir jetzt hier den Angriff geschafft. Die hier sterben fröhlich vor sich hin, die Schreckensspeere. Was ist denn das hier für ein Effekt auf meinen Leuten? Hast du diese lila Scheiße etwa auf mich geworfen? So, die Düsterschwerter hier, die bluten. Da fliehen jetzt irgendwie alle. So, ich bin jetzt mal dafür, dass wir jetzt mal hier diese Heldin wegballern. Ich mag die nicht. Kein bisschen. So, einmal quer durchholzen, bitte. Niau. Hat immer ein bisschen was gemacht. Schafft es die hier zu töten, oder? Ich weiß es nicht. So, sie frisst jetzt hier genügend Geschosse. Schreckensfürst. Oder vielleicht sollte ich einfach mal die Truppen wegballern. Könnte auch ein Plan sein. Könnte auch ein Plan sein. Was macht mein Streitwagen? Der ist außer Kontrolle geraten. Ja, das ist der Nachteil daran. Ich würde behaupten, jetzt entscheidet sich die Schlacht über die Feuerkraft erstmal. Piu, 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 piu. Da sterben jetzt einige von denen. Ich mach's jetzt mal mit normaler Geschwindigkeit, weil jetzt ist es im Grunde eh egal. Und weiter schießen, weiter schießen, weiter schießen. Gefühlt hätte ich bei Hochelfen jetzt schon mehr getötet. Schießt auf die hier. So. Malekith, du mischt mal da schön mit. Die gehen drauf hier. Schießt jetzt wiederum auf die hier. Ein nach dem anderen, bitte. Da kenne ich nichts. Naja, das ist Madness. Aber wir gewinnen das, so wie es aussieht. Auch wenn wir dabei einiges einstecken, aber wir gewinnen das. Die fangen schon an hier zu schwanken. Ihre eigene Armee geht nämlich in die Brüche. So, sehr gut. Oh Gott, ey, die sind immer noch da und schießen. Man merkt, dass die tendenziell wirklich eher durch Beschuss Männer verlieren und weniger durch Moral dann zusammenbrechen. Da oben fliehen jetzt meine Krieger ebenfalls. Komm, machen wir mal was hier. Einfach mal, damit es hier nochmal ein bisschen lustig wird. Vielleicht schaffen wir sogar nochmal hier die wirklich komplett rauszuhauen. Die hier fliehen jetzt alle. Malekith, töte mal diese Heldin da. Das könnte helfen. So, onwards to murder. Ich habe leider irgendwie diesen Mordbalken noch nicht ganz voll. Die da oben müssen weg. Hier schießt man drauf. Meine Echsenstreitwägen sind, glaube ich, zerstört worden. Was nicht geil ist. Aber wir haben gewonnen. Tja, irgendwas ist ja immer. Pyrrhus-Sieg. Ja, der Echsenstreitwagen ist vernichtet. Das ist richtig kacke. Er hat 95 Mann getötet. Der war richtig wichtig. Aber Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen, sage ich jetzt mal, auch wenn der Echsenstreitwagen weg ist. So, was ist das hier? Lösegeld für Gefangene. Das gibt natürlich jede Menge Geld. Gefangene ermorden, das gibt Erfahrung. Oder hier
Einheitenverstärkung und noch mehr Sklaven. Ich möchte noch mehr Sklaven, glaube ich, haben. Das müssen wir uns erstmal wieder zurückziehen und dann uns regenerieren. Ja, wenn die jetzt kommen, dann ziehe ich mich aber zurück, ey. Naja, die greifen an. Da werde ich allerdings nicht mitmachen. Rückzug. Nach Hause telefonieren. Ja, da kommen die zum Glück nicht mehr ran. Aber dadurch sind wir jetzt im eigenen Gebiet und im eigenen Gebiet regenerieren wir wieder schneller. So, you think you can lead the Tsuki? Was? Die haben jetzt auch den Krieg erklärt? Echt jetzt? Unfassbar. Boah. Okay, ein arkanes Artefakt erhalten. Pechkohlenstab. Was tut der? Energiereserven nachladen. Ja, das ist ganz toll dafür, dass, dass der Zauber eigentlich, den wir haben, ziemlich scheiße ist. Was ist das hier? Linienbrecher. Nahkampfabwehr für Schreckenspeere, Düsterschwerter, Korsaren. Feuermeister. Munition für... Das überzeugt mich nicht wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bösartige Beschwörung, passive Fähigkeit. Also hat jede Menge passive Zauber. Wort des Schmerzes. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr wird deutlich reduziert. Klingensturm. Ich glaube, ich mache jetzt mal das hier. So, wir haben jetzt auf jeden Fall auch einiges an Geld. Wir generieren auch überraschenderweise eine ganze Menge an Geld. Bin mir nicht sicher, was ich bauen soll. Dunkeldornen mit Schild. Die sind natürlich dann deutlich besser darin, Geschosse natürlich abzuwehren. Wir brauchen aber natürlich auch eine gute Armee. Die Frage ist bloß, was ist besser? Die sind halt gut in der Offensive, die sind halt gut in der Defensive. Ich brauche allerdings nicht noch mehr Defensive. In der Defensive reicht das völlig aus. Gucken wir mal, ob wir die Stadt nicht noch weiter ausbauen können. Noch mehr Verlustverstärkungsrate oder das hier. Baukosten, Einkommen generieren. Halte ich für einen super Plan. Jetzt mal so am Anfang. Wir haben unsere erste Schlacht geschlagen. Wir haben jetzt auch einiges an Sklaven. Es reicht natürlich trotzdem nicht, um irgendetwas zu bewirken. Aber wir sind hier sehr, sehr eingesperrt. Also das ist sehr bedrückend, die Situation, wie ich finde. Ja, hier ist Walls Amboss. Dem gehört das. Immer noch dem Schmiedebund. Die kommen aber weit rum, ey, die Jungs. Nicht schlechter Specht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich vielleicht da oben erstmal das, was zu meinem Gebiet gehört hätte, erobern hätte sollen. Dann hätte ich jetzt fast eine komplette Provinz. Auf der anderen Seite, das hätte mir wahrscheinlich dann hier die Skaven wieder weggenommen, ne? Also, man weiß es nicht. Die Skaven, die garantiert irgendwo hier sitzen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Moralbonus. Mission fehlgeschlagen. Ich hätte ja gerne, aber ich durfte nicht. So, was gibt's denn hier noch? Einheitenerfahrung. Geschwindigkeit. Plus 10%. Wäre auch eine Idee. Gefangenenverlustverstärkungsrate nach der Schlacht. Das halte ich für eine gute Idee. Das könnte uns echt helfen. Aber das ist auch sehr gut. Weil wir dadurch halt einfach zu mehr Geld kommen. I am the Witch King. Naja, wir wissen, dass du der Witch King bist. Düsterschwerter.
kosten halt weniger als die. Aber eigentlich brauche ich mehr Beschuss. Meiner Meinung nach. Also wir haben meiner Meinung nach definitiv über den Beschuss gewonnen und nicht über irgendwie was anderes. Deswegen will ich auf jeden Fall nochmal zwei weitere Fernkampfeinheiten. Ah, sie hat jetzt ein Level Up, cool. Dann gebe ich ihr jetzt mal, was ist das hier, Auskundschaften? Magische Gegenstände? Nee, nee, nee. Ach komm, Feuerball. Ich fände es total gut, wenn sie jetzt mal noch eine andere... Was? Wer ist das jetzt hier? Trostlose Felsen, was? Die heißen wirklich trostlose Felsen. Was seid ihr für ein Verein? Hexenhalle. Ich red mal mit denen. Cruel and deadly. Die mögen uns nicht. Ich kann trotzdem nicht Angriffspakt mit ihnen machen, das ist sehr gut. Und die hier, die sind jetzt langsam aber sicher mit uns. Oh, bitte machen Handel mit uns. Bitte, bitte, bitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Lustige ist, dass wir stärker sind als Grond. Das ist wirklich lustig. Wir haben nur eine Stadt, aber wir gelten als stärker als Grond. Das heißt, Grond hat richtig auf die Fresse gekriegt irgendwo. Ich würde ja hier was machen, aber ich brauche erstmal aus meiner Sicht, also erstens Geld und zweitens noch andere Dinge. Ein bisschen Absicherung gegen den Süden hier. Nagarond könnt ihr an dieser Stelle hier sich super selbst verteidigen, wenn es ein bisschen größer wäre. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.